So, hallo, die Steffi mal wieder aus dem Ostseebad Selin. Heute ist Nico bei uns von Gestört, aber geil. Haben es geschafft, hallo Nico. Ja. Von der Autobahn direkt an den Hauptstrand von Selin auf die Seebrücke. Und jetzt seid ihr endlich hier und alle freuen sich. Es sind unheimlich viele Menschen gekommen, mehr als wir dachten. Und ihr habt ja 2012 als DJ-Duo sozusagen euren Durchbruch geschafft. Wie sieht euer DJ-Leben heute aus? Ja, eigentlich nicht viel anderes. Also bloß, dass die Strecken weiter sind und wir auch hier hochfahren dürfen und hier Musik machen vor so vielen Leuten. Wenn ihr keine DJs geworden wärt, was könntest du dir vorstellen, wärst du jetzt beruflich? Ja, wahrscheinlich das, was ich auch nebenbei oder noch in der mehrere Jahre parallel gemacht habe, Elektroniker. Ja. Ich denke mal, da wäre ich dann immer noch geblieben. Heute performt ihr also hier im Ostseebad Selin. Was darf denn bei so einer fetten Party mit Gestört, aber geil, auf gar keinen Fall fallen? Entschuldigung. Ja, gute Laune. Also ich hoffe, die Leute haben gute Laune, aber ich habe schon mal geguckt, also sind alle schon am Zappeln und ich denke, das wird gut. Das denken wir auch. Was war denn so das Gestörteste, was ihr so bei irgendwelchen Partys, egal ob Inlands oder Auslands, so erlebt habt auf der Bühne? Ich denke mal so vom Auftritt her, das Gestörteste war tatsächlich mal, dass wir ein Flugzeug aufgelegt haben. Also direkt nach dem Start wurde schnell eine Sitzreihe leer gemacht, DJ-Pult hingebaut und dann Musik bis kurz vorm Landen wieder und dann wieder schnell hinsetzen, anschnallen. Das war schon ein bisschen krank so. Und das Geilste? Das Geilste, ich denke mal, von wo jeder DJ mal träumt, ist Tomorrowland. Mal dabei zu sein, zu spielen. Ich denke, das war schon so ein Highlight. Da will ich dich auch gar nicht lange aufhalten. Eine Bitte habe ich aber noch. Wir haben so einen Slogan hier im Ostseebad Selin. Ich bin ein Seliner. Und es wäre total toll, wenn du das in deinem mannsfeldischen Dialekt vielleicht die Kamera sagen könntest. Ich bin ein Seliner.